Das hier ist meine Kollegin Carlotta Arnold. Sie sieht ein bisschen gestresst aus, oder? Die Frage ist, was passiert eigentlich mit unserem Körper und mit unserem Geist, wenn der Stress überhand nimmt? Um genau das herauszufinden, haben wir Carlotta extremem Stress ausgesetzt. Schlafentzug, Nahrungsentzug und Psychoterror. Ein Stressexperiment, das bis an die Schmerzgrenze geht. Das ist Carlotta Arnold, 28 Jahre, aus Berlin. Und das ist ihr Team für die kommenden 48 Stunden. Isoliert von der Außenwelt wird unsere Reporterin geballten Alltagsstress erleben. Ich kann es nicht schneller machen, nur weil ich mache. Eine körperliche und psychische Grenzerfahrung. Wartet mal ab, wenn ihr nicht hinguckt, rotze ich so rein. Mit dramatischen Auswirkungen auf Körper und Geist. Also das ist für Sie ein sicherlich schädlicher Stress, den man lange nicht aushält. Vor Beginn unseres Experiments erleben wir unsere Reporterin so, wie wir sie kennen. Optimistisch, aufgeschlossen, humorvoll, lebhaft und selbstbewusst. Doch welche geistigen und körperlichen Auswirkungen haben 48 Stunden Dauerstress? Rein physisch startet unser Körper in Stresssituationen ein genetisches Programm, das wir noch aus der Steinzeit in uns tragen. Adrenalin wird ausgeschüttet. Blutdruck, Puls und Muskelaktivität steigen. Der Grund? So konnten unsere Urahnen schneller flüchten. Stress war also quasi überlebensnotwendig. Das Konzept zu dem Versuch kommt von Deutschlands führendem Stressexperten Louis Leviton. Stress ist Lebensenergie. Wenn wir keinen Stress haben, sind wir tot. Insofern sollten wir uns freuen, dass wir Stress haben. Und wir sollten unterscheiden zwischen positivem und negativem Stress. Unser Experiment beginnt. In diesem Loft setzen wir unsere Reporterin 48 Stunden vier verschiedenen Stresssituationen aus. Die physischen Veränderungen messen wir mit einem Langzeit-EKG, das Carlottas Herzfrequenz und Blutdruck überwacht. Als erstes muss sich Carlotta von ein paar Dingen verabschieden, die den Stress lindern könnten. Dazu gehört auch jeglicher Kontakt zur Außenwelt. Ich bin ausgeliefert. Kein wirklich gutes Gefühl, aber ja, ich vertraue euch. Wir starten mit Stresssituation 1, Monotonie. Es klingt paradox, aber immer das Gleiche tun zu müssen, verursacht Stress. Besonders, wenn die Aufgabe keinen Sinn macht. Wie zum Beispiel 500 Blatt Papier falten und ans andere Ende des Tisches tragen, einzeln. Carlotta scheint das aber noch nicht zu stressen. Dann weiter zur nächsten sinnlosen Aufgabe. Carlotta muss 3 Meter Luftpolsterfolie ausdrücken, macht rund 20.000 Bubbles. Diese Aufgabe ohne erkennbaren Sinn beginnt unsere taffe Reporterin nun doch schon etwas zu nerven. Ja, gut. Die Auswirkungen der Monotonie führen zur ersten Stressreaktion. Carlotta ist gefrustet. Nach weiteren 2 Stunden bekommt das auch unser Team zu spüren. Das ist doch schön, hasserfüllt ins Bett zu gehen oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Hass auf Menschen. Ihre Reaktionen durch die immer gleiche Arbeit werden stärker. Wie dein Kollege vorhin schon sagte, ich bin mal gespannt, wem sie als erstes auf die Fresse haut. Doch Carlotta macht weiter. Insgesamt 10 Stunden dauert unser Experiment nun schon an. Wir steigern die sinnlose Monotonie. Die nächste Aufgabe? Aus der Fernsehzeitschrift alle E's durchzustreichen. Alter, das ist ein Witz. Auch schon der Titel oder nur die Zeitschrift? Titel auch. Eintönigkeit begegnet uns oft in der Berufswelt, zum Beispiel bei Fließbandarbeitern. Um diesem Stress entgegenzuwirken, sind immer wieder kleine Pausen notwendig. Diese Möglichkeit hat Carlotta aber nicht. Heute Nacht, ist klar. Obwohl Carlotta keine körperliche Arbeit erledigen muss, steigt ihr Puls auf 108 Schläge pro Minute. Der Ruhepuls liegt bei 50 bis 100 Schlägen die Minute. Für unseren Experten keine Überraschung. Wenn die Aufgabe nicht sinnvoll ist und die ist frustrierend,
dann natürlich geraten wir unter Druck und das ist sehr unangenehm. Nach 10 Stunden darf Carlotta ins Bett. Doch dort wartet schon Stresssituation Nummer 2 auf sie. Lärm. Lärm, das ist eine furchtbare Stressquelle. Lärm durch Straßenbauarbeiten oder Flughafenlärm, Flugzeug. Oder wir sind irgendwo im Straßenverkehr und jeder hupt. Und wenn noch Hitze dazu kommt und man ist hungrig, das sind unheimliche Stressoren, die einen wirklich unter Druck setzen. Lärm ist physikalischer Stressor, weil er uns ablenkt. In Carlottas Fall ist es gerade Schlaf, von dem wir sie jetzt abhalten. Die Traummusik zum Frühstück. Der Stress macht sich bemerkbar. Von der aufgeschlossenen Reporterin von gestern ist nicht mehr viel übrig. Doch obwohl Carlotta wenig geschlafen hat und seit knapp 20 Stunden kaum gegessen hat, will sie das Experiment durchziehen. Die nächste Stresssituation. Carlotta muss sich ihr Frühstück verdienen, indem sie ein Sudoku löst. Unter Dauerbeschallung mit 80 Dezibel. Back the fuck up, 'cause Romeo's here. Welche Geräuschkulisse ein Mensch als störend empfindet, ist individuell. Doch für jeden Menschen gilt, je lauter, desto unangenehmer. Ab 130 Dezibel kann Lärm sogar zu chronischen Gehörschäden führen. Stress pur für unseren Körper, was sich dauerhaft auch auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Ich bin nicht so lärmempfindlich, was glaube ich auch daran liegt, dass ich in einer Großstadt lebe, generell immer viel Lärm um mich herum habe. Es kommt auf die Art von Lärm drauf an. Und bei genau dieser Art von Lärm ist Konzentration auch für Großstadtkind Carlotta unmöglich. Sie verzettelt sich und kommt nicht mehr weiter. Nach 1,5 Stunden gibt unsere ehrgeizige Reporterin freiwillig auf. Da kommen noch Hintergrundgeräusche raus, oder? Gerade, das sind jetzt nicht nur meine Ohren. Fest steht, Carlotta hat ihr Frühstück verspielt. Es werden also viele weitere Stunden ohne eine ordentliche Mahlzeit vergehen. Auch Hunger ist ein Stressfaktor, der innerhalb kurzer Zeit zermürbt und entkräftet. Dem Team schmeckt's dafür umso besser. Und das führt uns zum nächsten Thema: sozialer Stress. Wenn wir zum Beispiel etwas Schlechtes über uns hören, wenn intrigiert wird, wenn wir uns einsam fühlen, versuchen uns zu treffen und niemand hat Zeit. Das alles sind soziale Stressoren, die uns natürlich mit der Zeit belasten, weil wir uns einsam fühlen, nicht geliebt, nicht angenommen, ausgegrenzt. Also sind wir jetzt gemein zu Carlotta. Die Aufgabe: Kochen unter Zeitdruck. Eine Situation, die jede Hausfrau kennt. Carlotta soll für das Team Rouladen und selbstgemachte Spätzle nach Rezept zubereiten. Dafür hat sie 2 Stunden Zeit. Ansonsten fällt das Essen für sie erneut aus. Kochzeit circa 2 Stunden. Das macht es sehr realistisch. Carlotta hat seit 30 Stunden kaum gegessen. Entsprechend legt sie sich ins Zeug und wir sabotieren, wo es nur geht. Na klar. Wartet mal ab, wenn ihr nicht hinguckt, rotze ich so rein. Die Aufgabe ist in der vorgegebenen Zeit zwar zu schaffen, doch unsere Reporterin glaubt nicht daran. Die negativen Gedanken haben sie inzwischen fest im Griff. Voll, eigentlich reicht es auch, wenn ich für 3 decke, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da noch was von abbekomme, sieht nicht gut aus. Weil ich noch die Soße machen muss und die Spätzle machen muss und das alles in einer halben Stunde. Ne, ich kann es nicht schneller machen, nur weil ich mache. Nach 30 Stunden ist ihr Optimismus komplett verschwunden. Trotzdem mobilisiert Carlotta letzte Kräfte und erfüllt die Aufgabe mit Bravour. Doch statt sie zu loben, tun wir das Gemeinste, was man einer Köchin antun kann. Wir verschmähen ihr Essen. Du willst essen? Ja. Ich esse es nicht, unwitzig. Redakteur Boris verschwindet wortlos. Carlotta sitzt allein am Tisch. Um dem sozialen Stress entgegenzuwirken, könnte sie jetzt ihr Unwohlsein offen ansprechen. Aber wir geben ihr keine Möglichkeit dazu. Ist alles nach Rezept gemacht.
Das Team isst trotzdem lieber Pizza. Das hat gesessen. Ich glaube, mir ist so ein bisschen der Appetit vergangen. Und auch in der Nacht ist unser Team nicht besonders rücksichtsvoll. Der letzte Stressfaktor? Schlafentzug. Der Tank wird geleert, die Energien können nicht wieder aufgeladen werden. Und dann im Grunde genommen hat man einen Wahnsinnsstress. Wir inszenieren im Erdgeschoss eine kleine Party. Keine Chance für Carlotta, sich auszuruhen. Dabei wäre Schlaf für sie gerade jetzt extrem wichtig. Denn unser Körper braucht die Ruhephase, um den Stress zu verarbeiten. Also ich dachte einfach, vielleicht haben sie vergessen, dass da oben jemand schläft und sind deswegen so laut mit den Stühlen und allem. Um 3 Uhr morgens wecken wir Carlotta endgültig für ein sinnloses Geschicklichkeitsspiel. Jede Kugel muss in ein Loch. Jetzt gehen Carlotta die Nerven durch. Sie lässt ihren Emotionen freien Lauf. Das ist echt ein richtiges Spiel. Geht gar nicht. Da war es nur noch einer. Obwohl Carlotta ruhig sitzt, steigt ihr Puls unaufhörlich an. Ich habe gemerkt, dass ich immer schneller auf 180 kam, beziehungsweise immer trotziger wurde. Das eigentlich überhaupt keine schöne Eigenschaft ist. Aber in dem Moment war ich so, boah, jetzt lassen Sie sich noch was einfallen, zermürben mich noch weiter. Und irgendwann ist man einfach an dem Punkt, dass man sagt, bitte lasst mich schlafen. Um 6 Uhr morgens schicken wir Carlotta ins Bett. Insgesamt hat unsere Reporterin während des Experiments weniger als 6 Stunden Schlaf bekommen. Nach 48 Stunden darf unsere Reporterin wieder zurück ans Tageslicht. Unser Fazit? Carlottas Persönlichkeit zeigt deutliche Veränderungen. Der Stress hat ihr Denken negativ beeinflusst. Humor und Optimismus sind verloren. Carlotta wirkt lustlos und misstrauisch. Eine dramatische Veränderung. Internist Udo Beckenbauer überprüft, was das EKG während des Experiments aufgezeichnet hat. Auch diese Ergebnisse sind alarmierend. Richtig pathologische Stressreaktion. Sie haben einen dreifach erhöhten Blutdruck von 120 auf 160. Dann haben Sie die Herzfrequenz extrem erhöht. Also das ist für Sie ein sicherlich schädlicher Stress, den man lange nicht aushält. Also wenn das immer wieder kommt, sind Sie jemand, der schläft nicht mehr. Mit geballtem Alltagsstress hat sich Carlottas Pulsniveau in nur 48 Stunden konstant um 20 Schläge erhöht. Ein Zustand, der binnen weniger Wochen zur völligen Erschöpfung des Organismus führt. Unsere Reporterin zieht für sich dennoch ein positives Fazit. Wieder in diesen positiven Modus zu kommen, ob man nun müde ist oder nicht, finde ich ganz wichtig. Und ich glaube, das habe ich trotz allem halbwegs gut hinbekommen. Das finden wir auch. Und jetzt heißt es für die 28-jährige Berlinerin, erstmal essen, entspannen und vor allem schlafen.